Hey Leute, der Versuch, die Apple Watch Ultra an ihr Limit zu treiben, stellte sich als Herausforderung dar. In Berlin ist der höchstmögliche Punkt 114 Meter über dem Meeresspiegel. Und tauchen in der Spree? Ich finde ja, ihr verdient was Besseres. Willkommen auf Hawaii. Schon beim Auspacken wird eins klar, das ist keine gewöhnliche Smartwatch und jeder soll das sofort erkennen. Also ich bekam schon Lust aufs Wandern, als ich dieses Bild gesehen habe und die Adresse vom Apple Hauptquartier ist in Koordinaten angegeben. Sogar das Ladekabel ist robuster und mit Stoff ummantelt. Ich habe relativ schmale Handgelenke und bevorzuge deswegen kleine Uhren. Die Apple Watch Ultra ist sehr groß, 49 mm Durchmesser. Die trägst du aber hoffentlich nicht beim Schlafen, fragte meine Freundin schockiert. Aber das habe ich getan und das war unangenehmer als bei einer normalen Apple Watch, weil die Ultra nicht nur höher, sondern auch kantiger ist. Das Gewicht jedoch ist mit 61 Gramm nur 10 Gramm über einer 45 mm Apple Watch Edelstahl und deswegen störte mich die Uhr schon nach wenigen Tagen nicht mehr am Arm und wurde irgendwann normal. Das Gehäuse ist aus mattem Titan, dem härtesten Metall. Die Unterseite aus lichtgrauer Keramik. Das Saphirglas vorne wurde flach versenkt und es gab reichlich Momente mit seitigen Stößen an Steine, Kontakt mit Sand und Salzwasser und trotzdem sieht die Uhr noch aus wie an Tag 1. Die digitale Krone ist in eine Hervorhebung eingefasst, was versehentliche Eingaben und Schlimmeres verhindern soll. Eine Benutzung mit Handschuhen ist möglich, aber in meiner Erfahrung nicht besser als bei einer normalen Apple Watch. Außerdem reibt die Krone etwas an meinem Arm, weswegen sie sich manchmal nur stockend dreht. Links ist ein großer Lautsprecher. Der ist gut hörbar, selbst wenn man sich in einer lauten Umgebung befindet. Apple vermarktet ihn deswegen auch als 86 Dezibel laute Notfallsirene, aber ganz ehrlich, so laut ist das in freier Natur wirklich nicht. Ich habe es schon nach ca. 200 Metern nicht mehr gehört. Lautes Rufen oder Winken bringt definitiv mehr. Unter dem Lautsprecher ist eine orangene Aktionstaste. Man kann unterschiedliche Funktionen auf sie belegen, zum Beispiel in der Trainings-App, um manuelle Zeiten zu starten oder um GPS-Wegpunkte zu setzen, etwas, das auch ohne Internet funktioniert und super genau ist. Und das ist praktisch, um beim Wandern wieder zurückzufinden, aber auch praktisch, um sich ein Restaurant oder einen Parkplatz zu merken. Man sieht immer, in welcher Richtung und wie weit entfernt die Punkte sind. Oder man legt sich eine Taschenlampe auf die Action-Taste, die dank dem 2000 Nit hellen Display tatsächlich nützlich sein kann. Ey Leute, dieses Display ist so irre leuchtstark, ich konnte es selbst unter Wasser und in der prallen Sonne jederzeit perfekt ablesen. Ja, subtil ist an der Apple Watch Ultra glaube ich nichts. Sie wirkt robust, militärisch und ihre Armbänder treiben das an die Spitze. Mit knalligen Farben und Gummi, Nylon oder Neopren, wie bei Outdoor-Kleidung und Zubehör. Das Trail Loop ist schön weich. Das Alpine Loop wirkt so stabil mit der Titanschließe, dass man denkt, man könnte es als Kletterseil benutzen. Und das Ocean Armband ist so designt, dass es sich auch bei starken Strömungen nicht öffnet. Aber für den Alltag waren mir die offiziellen Apple Armbänder einfach etwas zu extrem und mit 100 Euro auch zu teuer. Mein Blick schweifte also raus aufs Meer und ich sah eine Plastikflasche und ich dachte mir, wie schön wäre es, wenn man daraus etwas Gutes machen könnte. Darf ich vorstellen? Das Bandwerk Honolulu Armband. Hergestellt aus Sequel-Yarn, bestehend aus Plastikflaschen, die aus dem Ozean geholt wurden. Die Innenseite ist aus Apple Skin, einer ökologischen Lederalternative, hergestellt aus Resten der Lebensmittelindustrie. Ein weiches und wasserfestes Armband, das in München handgefertigt wurde und im Gegensatz zu den offiziellen Apple-Bändern schick genug für den Alltag ist und sogar noch etwas günstiger, mit farblich perfekt passenden Konnektoren. Dank Bandwerk konnte ich außerdem das CO2 des gesamten Projekts kompensieren und zusätzlich 100 Kilogramm Plastik aus den Meeren holen. Sollte euch dieses Video übrigens bisher gefallen haben und ihr euch für Technik genauso interessieren wie ich, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Beim Wandern habe ich die Backtrack-Funktion getestet. Wie Hänsel und Gretel legt sie eine Spur aus digitalen Brotkrumen, der man dann auf dem Rückweg folgen kann. Sie markiert Abbiegungen und zeigt Distanzen an. In einer so steinigen Umgebung war ich froh, kein Lederarmband und ein poliertes Edelstahlgehäuse zu haben, sondern mich voll und ganz auf die Strecke konzentrieren zu können und keine Rücksicht auf die Uhr nehmen zu müssen. Backtrack und die Wegpunkte kann man einfach aktivieren und die Position war auf den Punkt genau.
bei uns war es sehr heiß, aber Apple sagt, dass auch bis minus 20 Grad die Apple Watch Ultra funktionieren soll. Später konnte ich dann in der Trainings-App meine Vitaldaten und die Höhenmeter auslesen. Wäre ich gefallen und hätte mich nicht mehr bewegen können, hätte die Apple Watch Ultra übrigens mit dem integrierten Modem einen Notruf abgesetzt. Ohne dass man etwas drücken oder aktivieren müsste, erkennt die Uhr sofort, wenn sie im Wasser ist, und eine Apple-eigene App zeigt dann die Tiefe, Temperatur und Dauer an. Der Touchscreen wird deaktiviert und erst dann wieder aktiviert, wenn man die Krone länger drückt, dann sieht man auch, wie das Wasser aus dem Lautsprecher rausgepustet wird. Ich hatte die exklusive Möglichkeit, die Oceanic Plus App für Scuba Diving zu testen. Erst diese App macht die Apple Watch zu einem Tauchcomputer. Einem mit 100 Meter Wasserfestigkeit, aber einem Limit von 40 Metern, was aber auch das Limit von Recreational Diving ist. Ich habe keinen Tauchschein und durfte deswegen nur schnorcheln. Marton hingegen taucht für sein Leben gerne und hat zusätzlich seinen professionellen Tauchcomputer getragen, um die Werte vergleichen zu können. Die Apple Watch sagte immer, sie wäre einen halben Meter tiefer, als sie eigentlich war, aber ansonsten waren beide identisch. Beim Auftauchen weist sie auf den Sicherheitsstopp hin, der notwendig ist, um nicht die Taucherkrankheit zu bekommen. Die Apple Watch Ultra vibriert dabei sogar, das machte der Tauchcomputer nicht. Außerdem zeigt sie für die nächsten 24 Stunden eine Flugwarnung an, wegen dem gefährlichen Druckunterschied. Dasselbe würde aber auch für sehr hohe Hochhäuser oder Berge gelten. Auf der Oceanic Plus App kann man nachträglich alle Informationen sehen. Zum Tiefenverlauf, den Temperaturen, und es wird mit GPS erfasst, wo man runtergegangen ist und wo man wieder hochgekommen ist, und man kann auch bewerten, wie alles verlaufen ist. Die App hat mir gut gefallen. Ich finde es nur komisch, dass Apple diese Uhr fürs Tauchen bewirbt, aber dann keine eigene App hat, sondern nur eine Drittanbieter-App und die sogar monatlich Geld kostet. Laufen kann man mit jeder Smartwatch, aber wir wollten extremer laufen. Bei einem langen Trailrun ist es wichtig, die eigene Kraft einzuteilen. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam zu sein. Man kann einstellen, dass die Apple Watch eine Warnung ausspricht, wenn der Puls zu hoch wird, damit man dann etwas langsamer macht, um länger laufen zu können. Und Leute, dieser Lauf hat mir einiges abverlangt, denn es hat geregnet und es kam Matsch dazu und meine Schuhe sind bis heute noch nicht wieder sauber und ich bereue, dass ich sie getragen habe. Aber Spaß gemacht hat es und ich mochte es, immer zu sehen, wie viele Meter es noch bis zur nächsten Etappe dauert. Und Apple sagt sogar, dass komplexe Umgebungen mit vielen Hochhäusern wie hier in New York kein Problem darstellen sollen, dank L1 und L5 GPS. Ich habe das getestet und manchmal konnte ich feststellen, dass mein GPS-Punkt mehr herumgesprungen ist, als mir lieb war. Aber meistens war es ultra präzise und das ohne Internet oder iPhone in der Nähe. Und der Kompass war auch präzise, egal ob in der Stadt oder tief im Wasser. Und auch der Wechsel dazwischen wird zum Beispiel bei einem Triathlon nahtlos erkannt. Ich denke, zur Apple Watch selbst muss ich nicht viel sagen. Es ist praktisch eine Apple Watch Series 8. Immer flüssige Performance, viele, viele Apps und Fitnessfunktionen. Viele der Outdoor-Features der Apple Watch Ultra hat eine Garmin-Uhr auch, aber sie hat keine so gute Software und kann auch nicht so viel. Ich mag, dass ich Musik auf die Watch draufladen kann, mit Apple Pay bezahlen. Ich habe EKG, Blut, Sauerstoff und ein Thermometer. Und das misst nicht nur die Wassertemperatur, sondern auch Unterschiede in der Körpertemperatur. Es gibt so viele anpassbare Zifferblätter und einen ganzen App-Store. Auf YouTube hört man sehr viele Angaben zur Akkulaufzeit. 3 Tage soll sie reichen. Nein, 3 Wochen soll sie reichen. 3 Jahre. Einer hat sie sogar von seinem Opa geerbt und sie hatte immer noch 20% übrig. Aber was stimmt denn nun wirklich? In meinem ganz normalen Alltag hatte ich 3 Tage mit Always-on-Display und Schlaftracking. Aber als wir hier wandern waren und tauchen und das GPS anhatten und die hohe Displayhelligkeit genutzt haben, hatte ich abends meist noch so 50% übrig. Es würde also nicht ganz für 2 Tage reichen. Und ein Tauchgang hat ca. 20% Akku verbraucht. Und da man normalerweise 4 Tauchgänge an einem Tag macht, könnte das also sogar an einem Tag knapp werden, aber gerade so reichen. Und ich behaupte einfach mal, dass wenn der Prozessor statt in 7 Nanometer in zeitgemäßen 4 Nanometer gefertigt wäre, die Laufzeit nochmal 1 bis 2 Tage länger wäre. Und das wird dann bei der Apple Watch Ultra 2 ganz bestimmt auch so sein. Deswegen ist das auch mein größter Kritikpunkt, obwohl die Akkulaufzeit ja eigentlich die beste aller Apple Watches ist. Fazit, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich bin eigentlich nicht der klassische Outdoor-Typ und deswegen hat mich die Apple Watch Ultra auch erst ganz offen gesagt nicht interessiert. Aber jetzt, da ich mich an sie gewöhnt habe, finde ich es erstaunlich schwer, zurück zu einer normalen Smartwatch zu gehen. Der Action-Button, das helle Display, die extreme Wasserfestigkeit, dieses genaue GPS, das sind alles Dinge, die mag ich richtig, richtig gerne. Und hypothetisch wäre ich 7 Tage auf einer einsamen Insel und hätte nur 7 Gegenstände dabei, dann wäre diese Uhr vermutlich einer davon.
Ich glaube aber auch, dass viele Menschen sie kaufen wollen, weil sie schön groß ist und eine gute Akkulaufzeit hat. Und davon würde ich eigentlich abraten. Dafür ist sie eigentlich nicht gedacht. Man will mit ihr Abenteuer erleben und genau dafür ist sie auch gemacht. 1000 Euro kostet sie. Das ist sehr viel Geld, aber im Anbetracht dessen, dass ein Tauchcomputer auch sehr viel Geld kostet und man sich den spart und die Konkurrenzprodukte sogar noch teurer sind, ist das hier eigentlich ein erstaunlich fairer Preis. Ich hoffe, dieses Video hier war für euch interessant und dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.